Moin Leute, heute soll es mal um 360-Grad-Videos gehen. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, wir haben ja für unseren Kanal Hamburg Hafen Live diese Insta360-Kameras zur Verfügung gestellt bekommen. Ganz genau ist es die Insta360 One RS, One Inch RS, irgendwas Leica. Yes. Auf jeden Fall steht Leica drauf. Ja. Ja? Also im Prinzip so das Flaggschiff-Modell im Consumer-Bereich. Die haben noch irgendwelche Pro-Modelle, aber das ist so das Flaggschiff. So, und diese ganze 360-Grad-Thematik, die ist ja überhaupt nicht neu. Ich experimentiere mit diesen Kameras schon ewig lange rum. Und auch diese Kamera ist nicht neu. Das heißt, reine Reviews dazu gibt es schon ganz viel bei YouTube. Ohne Ende. Genau. Und deshalb haben wir uns überlegt, wollen wir mal so ein bisschen über unsere Erfahrungen und vor allem über Anwendungsfälle. Also die berühmten Use Cases. Ich dachte mir, dass du es genauso sagen wirst. Ja, ja. Use Cases mittlerweile so ein... ein Modebegriff. So ein Mode, ja. Ja. Ganz genau. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Qualität der Bilder gerade bei diesem 1-Zoll-Modell unglaublich gut ist. Also nicht zuletzt wegen des 1-Zolls, aber auch zu den anderen Versionen, die es gibt, hat man hier auf jeden Fall einen großen Gewinn an Qualität im Bild. Gerade in der Videoaufnahme kann man ja bis zu 6K-Videos aufnehmen. Und wenn man das als 360-Grad-Video sich vorstellt, das ist auch immer etwas, was ich berücksichtige bei 360-Grad-Videos oder woran ich denke, wenn du zu wenig Auflösung hast und das im 360-Grad, hast du ja insgesamt zu wenig Auflösung. Ja, mit ja. der Qualität und mit dem 6K, mit den 6K-Aufnahmen ist es natürlich... Funktioniert schon ganz gut. Genau, genau. Ja. Was man dazu sagen muss, ein Use Case, den wir für uns entdeckt haben, wir machen ja unsere Walks live durch die Stadt und da haben wir die ganze Zeit die Kamera auf dem Rücken und die läuft mit. Das heißt, die nimmt teilweise 1,5-2 Stunden durchgängig auf, ja. damit wir das dann 360 Grad den Kanalmitgliedern zur Verfügung stellen können. Und da ist allerdings auch gleich so ein kleiner Pferdefuß. Wenn man sie halt die ganze Zeit in der vollsten Auflösung betreibt, dann schaltet sie leider je nach Außentemperatur irgendwann aufgrund von Überhitzung ab. Ab, genau. Leider auch mit keinem wirklichen Hinweis. Ne? Das passiert dann einfach. Es ja, ist nicht planbar. Man hört es, aber wenn man unterwegs ist, nimmst du es nicht wahr. Ja. Man kann, und das machen wir, die Kamera dann in 4K laufen lassen. Mhm. Die Auflösung ist dann immer noch okay, aber natürlich nicht die höchste. Ja. Ja? Vielleicht ganz interessant, das interessiert mich, wie groß sind die Videodateien nach so 1,5 Stunden? Also ich hantiere schon immer mit Dateien, so um die 60, 70 Gigabyte, alles zusammen. Da kommt schon was zusammen. Ja, also ich habe ja eine 128er Karte drin, die ist schon fast so halb voll. Ja. Oder auch mehr. Ja. Irgendwie so in dem Dreh. Ja, ja? Ja, also die halbe Stunde, dass sie auch neue Videosequenzen beginnt? Genau, nach 30 Minuten macht sie eine neue Datei, machen viele Kameras, finde ich auch nicht schlimm. Das Problem ist, es fehlen immer 3, 4, 5 Sekunden. Sekunden dann, ja. Wir haben die jetzt hier auch einmal mitlaufen, ganz einfach deshalb, weil wir halt auch einen anderen Use Case zeigen wollen, der meiner Meinung nach einer der wichtigsten bei einer 360-Grad-Kamera ist. Sie nimmt einfach alles auf. Lass mich raten, so ungefähr 360 Grad. Ja, alles. So. Man kann sich nicht verstecken. Ist es auch ein, das kann, ist das, also, nein, das schränkt das nicht ein. Aber, ja, das kann schon mal unangenehm sein, wenn man sich dann im Livestream meint, umzuziehen und geht hinter einen Busch und hat die Kamera dabei. Ja. Das ist dann schon mal ein bisschen komisch. Aber praktisch gedacht ist es halt so, du musst dir vorher nicht zwingend Gedanken darüber machen, in welche Richtung du filmst. Genau. Vielleicht wichtig ist aber der Hinweis, dass du schon auch berücksichtigen solltest, wo die Stitching-Linie ist. Ja. Also vielleicht auch das nochmal zu der Erklärung für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß oder kennt. Du hast ja auf beiden Seiten der Kamera quasi eine 180-Grad-Linse und am Ende hast du genau in dieser Schnittlinie die sogenannte Stitching-Line, die dann, ich glaube, also so vom Abstand zu 30, 40 Zentimeter, da schneiden sich die Punkte zusammen. Und wenn du sie nicht richtig ausrichtest und gerade wenn man sich das jetzt hinter Paddy vorstellt und die ist wirklich mal ein bisschen verkantet, dann ist das halt genauso im Kopf und das ist auch nicht ganz so cool, aber... Ist aber auch nur im Nahbereich ein Thema. Also in dem Moment, wo die Kamera, weiß ich nicht, 1,5 Meter weg ist, aber kein Thema mehr. Ganz wichtig zu erwähnen ist, genau das ist auch der Vorteil dieser Kamera, weil du natürlich dadurch sämtliche Kabel, die du adaptierst auf diesem Adapter oder aber auch den kurzen, ich glaube einen Meter lang ist der Selfie-Stick, der wird halt komplett rausgerechnet. Genau deswegen, weil die Kamera eben in dieser Stitching-Linie dann diesen Stick hat. Und das Schöne daran ist halt, gerade für alle
Filmer, Content Creator, die alleine unterwegs sind. Man muss nicht mit mehreren Kameras hantieren. Also wenn man durch die Gegend läuft, man kann das Bild nach vorne haben, man kann das Bild auf sich selber haben. Ich habe es zum Beispiel auch beim Motorradfahren schon ein paar Mal eingesetzt. Auch mega cool, ja. Ist halt super schön, weil du hast die Sicht nach vorne und ab und zu möchte man halt auch mal auf sich selber schalten oder halt auch zur Seite. Für die Selbstdarsteller dann. Für die, ja. Nein. Oder auch an Fahrrädern habe ich Videos gesehen. Ne? Ja. Also das ist ja wirklich überall anzubringen und mega coole Perspektiven. Und das ist, glaube ich, auch einer der größten Kaufgründe für so eine Art Kamera. Mal weg von den üblichen Action-Cams. Du kannst damit Perspektiven generieren, die kriegst du anders nicht hin. Ja, das ist so. Und die sind auch wirklich cool. Ja. Ja, da ist auch mal ein bisschen was Komisches dabei, ja. Aber es ist wirklich cool. Ja. Und ich finde auch, das Handling ist gut. Absolut. Man muss zwar, also wenn man jetzt zum Beispiel hinterher in die Videobearbeitung geht, sagen wir mal, egal ob Premiere, Final Cut, man muss halt immer so einen extra Weg gehen über das Stitching, über dieses Insta360 Studio. Ja. Wobei Premiere, glaube ich, sogar das Plugin hat ein Plugin, genau. Aber bei Final Cut muss man diesen Weg gehen. Man hat immer ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist nicht schwer, weil das geht alles visuell. Du kannst alles am Bildschirm einrichten, du kannst dir deine Blickwinkel raussuchen. Und das Coole ist, du kannst sie auch mit Keyframes animieren. Also du kannst ja auch problemlos sagen, während du läufst, schwenkst du deine Kamera nach vorne und nach hinten und musst nicht immer einen harten Cut dazwischen. Das finde ich, das passt jetzt auch ganz gut, auch erwähnenswert, die Software, die von DJI selbst mitgeliefert wird. Mhm. Die ist unglaublich einfach zu bedienen und genau das, was du gesagt hast, dass man die Perspektiven wählt, wo die Kamera dann automatisch mitschwenkt, das kann man alles super einfach, also den Fokus quasi setzen, total einfach zu bedienen und dass sowas mitgeliefert wird und dass das insgesamt so bedienerfreundlich ist, finde ich wirklich erwähnenswert. Ja. Ich arbeite hauptsächlich mit dem Insta360 Studio auf dem Rechner, weil das meistens immer hinterher in Final Cut geht. Du hast, glaube ich, hauptsächlich die App jetzt auch ausprobiert. Genau. Und da gibt es dann ja auch, es gibt ja auch so vorgefertigte Animationen zum Beispiel. Du kannst ein Foto, ein Standbild, kannst du halt noch animieren und so weiter. Na, und das ist insgesamt, ist das schon echt cool. Man muss sich da einmal reinfuchsen, aber wenn man das einmal hat, dann kriegt man das hin. Und ich glaube, das ist auch also ein richtiger Wow-Effekt. Du siehst dieses Bild und machst so eine vorgefertigte Animation und plötzlich ist ein Foto einfach belebt. Ja, ja. Ja, das ist unglaublich, was da dann so plötzlich kreiert wird. Ja, ja. Und halt auch einfach diese besonderen Perspektiven. Wir waren zum Beispiel irgendwann im Hafen in der Barkasse unterwegs und du hältst das Ding am Stick einfach so ein Stück raus und hast plötzlich eine Außenaufnahme von dieser Barkasse, wo du niemals eine Kamera hinbringen würdest, es sei denn mit einer Drohne. Gerade auch durch die Möglichkeit, dass es ja sehr ultraweitwinklige Aufnahmen sind. Wenn du da auf 2 Meter oder 1,5 Meter weggehst mit der Kamera, kannst du plötzlich so eine Barkasse ja wirklich komplett einmal in Szene setzen. Komplett. Das kannst du mit dem Ultraweitwinkel, wenn du neben dem Kranz fährst, nicht machen. Das ist total abgefahren. Und das ist genau das, was diese Kameras ausmacht. Also da einfach Möglichkeiten, die man vorher vielleicht gar nicht, ich hatte sie vorher nicht. Als ich die Kamera bekommen habe, dachte ich mir, hey cool, wir machen das alles mal. Und wenn du das kennenlernst, was damit möglich ist, dann probierst du es auch an jeder Ecke aus. Ja, das ist natürlich auch so, dass es einiges an Spielkram gibt, der sich auch schnell ein bisschen abnutzt. Ich bin ja echt ein Fan von diesen Tiny Planets. Ja. Die finde ich immer sehr witzig. Die kann man entweder als Foto machen, man kann das auch im Video machen, dass man sich damit bewegt. Aber man muss das schon so in homöopathischen Dosen einsetzen. Ja, man neigt immer dazu, dann irgendwie auch alles plötzlich reinzumachen an Effekten und rauszuholen aus dem Video. Das ist dann vielleicht manchmal ein bisschen too much. Aber ja, man hat halt die Möglichkeit. Ja, das ist so. Also man muss da immer so ein bisschen aufpassen. Ja. Ne? Du hast eben schon Stick erwähnt. Genau. Du hast hier ja wirklich den Königszepter. Den 3-Meter-Stick. Also wenn ich den, es wird jetzt sicherlich aus dem Video ragen, aber ich würde sagen, ich mache es einfach mal. Ja. Und dann kommt man hier wirklich auf 3 Meter. 3 Meter. Ist natürlich schwierig. Ich könnte ja einmal rumschwenken, dazu müsste ich die Kamera aber anmachen. Sie ist jetzt aber 3 Meter über uns. Dafür ist es auch ganz schlau, wenn man die App in die Hand. Aber du kannst ja mal, vielleicht kannst du mal hier so einen Drohnenflug simulieren. Ich mache einen Vorschlag. Ich würde jetzt kurz aus dem Bild gehen, die Kamera vor deinem Gesicht halten, dass du sie einmal anmachst. Okay. Und dann kann ich das machen. Nein, ich kann doch, bleib du doch da stehen und senk sie einfach. Pass auf. Das sieht jetzt aus, als wenn ich angle. Ja. Aber wir sind ja gar nicht aus dem Bild, weil wir haben ja da die 360-Grad-Kamera mitlaufen. Ach, klasse. Guck mal, was für ein Use-Case. Wow. So, Paddy macht die Kamera jetzt einmal an. Unfassbar. Ja, 6K-Video. Ich starte einfach das Video.
und sage mal, schwinge das Zepter. Schwinge jetzt einfach mal das Zepter hier so um uns rum. Und damit hat man im Prinzip gleich so einen simulierten Drohnenflug. Und was ich halt auch ganz cool finde, du kannst natürlich auch, wenn du jetzt den Stick so ein bisschen einfährst, du kannst halt auch im Prinzip so einen Drohnenflug hier durch so ein Geländer simulieren. Das würde ich natürlich sofort machen, aber es ist genau das Ding. Jetzt hat man das da oben und man denkt sich, man muss hier alles einfangen. Aber nein, wir machen jetzt... Aber du hast doch auch alles eingefangen. Ja, das stimmt. Eigentlich ist Quatsch, ne? Ja. Also das ist natürlich auch das Schöne. Man muss sich gar nicht am Anfang schon so einen Riesenkopf um Bildaufbau machen. Nee. Man muss sich um Abstände Gedanken machen, weil 3 Meter ist ganz schön weit. Also alles, was 3 Meter entfernt ist, ist auf der 360-Grad-Kamera schon sehr weit weg. Das darf man immer nicht vergessen. So, jetzt Drohnenflug hier. Würde keiner mit seiner Drohne machen. Schauen wir mal, wie das wird. Wir schneiden das dann mit rein. Ja. Es gibt natürlich auch so, ja, so 2, 3 Punkte, wo wir jetzt festgestellt haben, da hakt es ein bisschen. Das hatten wir eben schon gesagt. Das ist einmal, dass sie irgendwann zu warm wird. Das zweite ist, dass halt nach 30 Minuten eine neue Datei gemacht wird. Ja. Wird beides die meisten nicht interessieren. Ja. Ist wirklich nur für Dauerfeuer. Ja. Was gab es noch? Also ein Punkt, der unbedingt angesprochen werden muss, so viel, das gehört soweit auch dazu. Wir hatten beide unabhängig voneinander die Herausforderung, dass wir die Karte entnommen haben und die Daten übertragen wollten und plötzlich feststellten, dass der Computer sagt, nö. Ja. Also immer, wenn ich die Kamera einfach per USB-Kabel in den Rechner gestöpselt habe, dann gab es irgendwann Probleme und irgendwann war die Karte nicht mehr lesbar. Die musste ich dann am Rechner neu formatieren, konnte ich auch nicht in der Kamera. Nee, also bei mir war es auch so, dass ich Dateien rausgeholt hatte, dann hatte ich die Karte reingesteckt, da wurde sie von der Kamera nicht erkannt. Das war das eine und das andere war, dass ich sie rausgenommen habe und aus mir unerklärlichen Gründen die Dateien nicht lesbar waren. Und da musste ich durch ein Recovery-Tool die Dateien quasi retten. Sie waren ja da, aber... Mhm. Manch einer, der sich da nicht so beholfen fühlt, das zu machen, dann hast du vielleicht Aufnahmen und die sind dann möglicherweise weg. Ja, also wenn du sie dann formatierst, ist natürlich im Zweifel vorbei. Also das ist wirklich so ein Ding, ich habe das auch schon an Insta zurückgemeldet. Also meine Empfehlung ist, einfach die Karte immer rausnehmen und dann über einen Kartenleser. Ist ein bisschen nervig, weil man die Kamera halt immer auseinanderbauen muss. Weil das so diese verschiedenen Module sind hier, ne? Genau. Du hast Kamera, dann hast also du hast das Linsenmodul, dann hast du die Elektronik und den Akku. Genau. Komm, wir können das ja gerade alles auseinandernehmen. Das ist hier die Kamera, magst du die einmal halten? Ja. Das Kameramodul, dann kommt da hinterher noch das Bedienermodul und ganz unten drin ist dann der Akku. Ne? Der Akku. Und in diesem Bedienermodul, da ist die Karte dann entsprechend drin. Ganz genau. Ja. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, abschließend, also ich finde eine 360-Grad-Kamera ist einfach eine mega coole Ergänzung für jeden, der irgendwie Content macht. Ganz egal, ob das jetzt Fotos ist, ob das Video ist oder was auch immer. Es ist mit Sicherheit kein alleiniges Allheilmittel für alles. Nein, ganz gewiss nicht. Ja, es ist, für mich ist das so, also ich sehe die so ein bisschen wie eine Drohne. Das ist so eine zusätzliche Möglichkeit, die, wenn ich sie richtig einsetze, extrem coole Aufnahmen macht. Ja. Wenn man sich zu 100% darauf verlässt, glaube ich, ist es dann auch wieder etwas zu einseitig. Das stimmt. Also wo ich sofort dran gedacht habe, ist halt auch das Thema, wenn ich im Urlaub bin, an Orten, wo ich nun mal nicht morgen wieder hinfahren kann. Und wenn ich dann Videoaufnahmen mache, die einfach in der Nachbetrachtung, in der Retroperspektive so sind, dass ich einfach in alle Richtungen gucken kann. Ich kann mir den Ort, den ich so toll fand, nochmal angucken. Ich kann angucken, was hinter mir, vor mir, neben mir passierte. Ja. Und das sind einfach Bilder und Erinnerungen. Dafür brauchst du eine 360-Grad-Kamera. Und was wir noch nicht gesagt haben, gerade die 1-Zoll-Variante, der große Vorteil ist natürlich die Fähigkeit in der Dunkelheit. Ja. Ne? Das ist auch ein, glaube ich, mit der größte Kaufargument für diese Kamera. Dass sie also in der Dunkelheit einfach unglaublich geile Bilder macht. Und auch, das haben wir auch noch nicht erwähnt, die ganzen Möglichkeiten wie Timelapse, Zeitrafferaufnahmen. Alles. Ne? Das kann sie alles. Und es gibt dazu dann natürlich tonnenweise Zubehör. Es gibt zum Beispiel einen Anschluss für externe Mikrofone. Ja. Es gibt dann noch alles Mögliche an Adaptern, Befestigungen, also tonnenweise. Ja, ich habe ja auch diesen Schnappadapter hier gekauft, weil das ist natürlich super einfach, ne? Ja. Die dann da drauf zu packen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wo du gerade Urlaub sagst,
das Ding ist einfach super klein. Also wenn jetzt jemand von euch sagt, Mensch, ich habe keinen Bock, große Kamera und so weiter, das Ding passt in die Hosentasche. Wenn man dann diesen kleinen Stick dabei hat, der ist also wirklich, der geht so, weiß ich nicht, auf 20 Zentimeter oder so zusammen. Und es reicht eigentlich für die meisten Dinge, wenn man diesen Standard-Stick hat, der, sag ich mal, so auf 70, 80 Zentimeter. Absolut. Das reicht für das meiste vollkommen aus. Ja. Ne? Also das 3-Meter-Teil ist schon... Das hier ist die übertriebene Version, macht aber auch nochmal Spaß, aber muss man sagen. Irgendwie auch cool, ne? Ist cool, aber was auch dazu gehört, ja, sie ist klein, aber für eine 360-Grad-Kamera auch durchaus schwer. Und wenn du sie wirklich an diesem kurzen Ende hier hast, von diesem 3-Meter-Stick, dann wird es, wenn du sie länger hältst, sehr schwer. Und vor allem hast du das Problem, dass dann auch wirklich, dass es wackelt. Ne? Dazu muss man aber sagen, auch die Stabilisierung funktioniert sehr gut in der Kamera. Ja. Ja, also wackeln ist eigentlich jetzt kein Riesenthema. Also auf wenn der kurzen Länge auf gar keinen Fall, auf 3 Meter dann irgendwann. Ja, ich denke vor allem, wenn man die zum Beispiel am Fahrrad oder am Motorrad befestigt, dann ist ja Vibration eher mal ein Thema. Ne? Ja. Ja, also so, glaube ich, können wir insgesamt schon ein sehr positives Fazit abgeben. Absolut. Bis auf diese ein, zwei Kleinigkeiten. Also ich glaube, das Einzige, was wirklich ein Thema ist, ist das mit der Speicherkarte. Gibt es ein Workaround für? Wir hoffen, dass euch das vielleicht so ein paar Ideen gibt, so ein paar Anregungen, wenn ihr euch jetzt einfach die Frage stellt, ja, brauche ich eine 360-Grad-Kamera oder nicht? Also wenn man sich noch nicht sicher ist, diese Frage selbst zu beantworten, ja, ich brauche eine. Ja, es ist so. Ich mag deine straighte Art. Das ist so. Muss man haben. Muss man haben. Ja, muss man haben. Super. Vielleicht weiß man das auch erst, wenn man sie hat. Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt. Aber ja, und es gibt ja auch mehrere Versionen, die kleinere mit dem diesen großen Display. Ich glaube, die ist auch noch ein bisschen, ich glaube, dass die noch mehr Käufer potenziell anlockt. Aber mit der 1 Zoll Geschichte hier bei der Qualität. Geht schon. Geht schon wirklich gut. Macht Riesenspaß und wir sind froh. In dem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Grüße.